Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, heute ist wieder mal der Tag für das Überraschungsorakel. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die Karten schon gemischt und ausgelegt. Und heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das viele, vor allem in den letzten Tagen in meinen Beratungen, sich diese Frage gestellt haben. Und heute möchte ich gerne versuchen, mit diesem Orakel, mit diesem allgemeinen Orakel, die Frage zu beantworten, ob sich dein Wunschpartner für dich entscheiden wird. Wenn du also einen Wunschpartner, eine Wunschpartnerin hast, kann es also sein, dass dieses Orakel auf dich zutrifft, denn wir schauen uns hier eben an, ob die Energien gut sind auf diese Frage, ob sich dein Gegenüber für dich entscheiden wird. Und das ist natürlich ein allgemein gültiges Orakel. Das ersetzt natürlich keine private Beratung. Und es kann natürlich sein, dass hier zum Beispiel rauskommt, dein Gegenüber wird sich für dich entscheiden. Aber in der Realität sieht's anders aus. Ja, das kann natürlich sein, weil dann ist dieses Orakel nicht für dich bestimmt. Und wenn du das für dich gerne persönlich wissen möchtest, für dich individuell diese Legung, für dich und deinen Wunschpartner, dann kannst du diese Legung bis kommenden Dienstag bei mir bekommen. Ja, ich glaube, das ist der 11. oder 12. Februar, kannst du diese Legung zum Sonderpreis bekommen. Als Video um 25 Euro statt 30 Euro oder wenn du sagst, du möchtest diese per E-Mail haben, dann um 15 Euro statt 20 Euro. Ja, da schauen wir uns eben an, ob eben sich dein Wunschpartner eben für dich öffnen wird. Denn da bleibt immer noch so der Beigeschmack, ob das eben tatsächlich jetzt hier auf dich zutrifft oder nicht. Deswegen kannst du eben diese Aktion jetzt auch buchen. Dann habe ich dich, da habe ich deine Energien, den Namen deines Gegenübers. Und dann kannst du dir auch sicher sein, dass das eben dann speziell auf dich und deinen Gegenüber gelegt ist. Und dann weißt du eben, woran du sozusagen bist. Das kann ich dir in diesem allgemeinen Orakel natürlich nicht beantworten. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Legung vollkommen mit dir in Resonanz geht. Aber wie gesagt, Garantie dafür kann ich dir nicht geben. Mit folgenden Karten arbeite ich. Die Hauptlegung habe ich ausgelegt mit dem wunderbaren Tarot von Sylvia Hart. Mit den Tarotkarten von Sylvia Hart. Dann eine Botschaft aus dem Feentarot. Und eine Botschaft aus einem Kartendeck, das ich schon lange nicht mehr verwendet habe, nämlich das Kartendeck von Pascal Fockenhuber, persönliche Botschaften. Ja, mit den Karten arbeite ich heute und ich hoffe natürlich, dass hier gute Karten rauskommen, aber wie gesagt, das ist ein allgemein gültiges Orakel. Jetzt decke ich einfach mal die Karten auf. Wir schauen jetzt einfach mal, welche Karten sind gefallen. Und bei diesen Tarotkarten sind die Begriffe oben, ja, in den einzelnen Kategorien, beruflich, Liebe, allgemein. Und da wir ja hier ein Liebesorakel haben, deute ich natürlich die Kategorie der Liebe. Ja, das ist klar. Aber nur damit ihr auch wisst, was eben hier so draufsteht und wie das angeordnet ist auf den Karten. Ich habe euch natürlich alle Karten in der Infobox verlinkt und ich habe euch auch die wunderbare Motivkerze in der Infobox verlinkt. So, starten wir mit der ersten Karte. Da haben wir die Balance. Das ist eigentlich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass hier Entscheidungen getroffen werden, dass hier in einer Angelegenheit die Balance reinkommt, das Gleichgewicht, die Gerechtigkeit. Ja, aber sie sagt natürlich auch noch nicht alleine aus, ob hier sich dein Gegenüber für dich entscheidet. Auch wenn sich dein Gegenüber jetzt, sagen wir mal, für dich nicht entscheiden wird, wird trotzdem in diese Angelegenheit, wird sie geklärt, wird es einen Ausgleich geben. Ausgleich auch in dieser Form, wenn du schon lange nicht weißt, woran du bist und dein Gegenüber, sagen wir mal, entscheidet sich jetzt gegen dich, kommt auch das Gleichgewicht rein, weil du ja dann weißt, woran du bist. Ja? Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn sich dein Gegenüber für dich entscheiden sollte, das sehen wir dann anhand der umliegenden Karten auch, kommt da ebenfalls die Balance rein, das Gleichgewicht, einfach auch
steht diese Karte für die Gerechtigkeit. Ja, man wird gerecht und fair miteinander umgehen und da kommt, wie gesagt, ein Ausgleich rein. Das beginnt ja schon mal gut. Aber alleine an dieser Aussage würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Die nächste Karte, da haben wir drei der Schwerter für den Kummer. Also es wird hier schon für dich auch noch Zeiten geben des Kummers. Verletzungen, Kränkung, schmerzvolle Erfahrungen, Lösung aus Beziehungen. Also das bedeutet natürlich, ja, das womöglich, wenn jetzt andere Karten auch noch darauf hinweisen, vielleicht auch eine Entscheidung gegen dich sein wird. Aber nichtsdestotrotz wird es einen Ausgleich geben. Es wird dennoch eine Entscheidung getroffen. Ja, aber es kann durchaus sein, dass sie auch gegen dich sein wird. Denn diese Entscheidung, die auf jeden Fall getroffen wird, kann noch den einen oder anderen Kummer mit sich bringen. Das kann aber natürlich auch, wenn dein Gegenüber noch in einer Partnerschaft ist, natürlich auch sein, wenn er sich jetzt für dich hier entscheidet. Ich schaue ja auch dann, welche Karte liegt denn noch bei dieser Balance dabei, ja? Und daran orientiere ich mich auch, wie denn im Endeffekt die Entscheidung ausfallen wird. Für dich oder für gar niemanden oder für jemand anderes, wenn es hier noch eine Dreiecksgeschichte gibt, ja? Also kann dieser Kummer natürlich auch sein, dass es die Noch-Partnerin deines Gegenübers sein wird, die hier Kummer haben wird, weil er oder sie sich vielleicht aus dieser Beziehung lösen wird. Ja, Kummer wird dennoch da sein. Ja, aber wie gesagt, wird trotzdem die Gerechtigkeit reinkommen. Dann haben wir 7 der Stäbe, Wagemut, Konflikte durch Umstände oder Dritte, nicht aufgeben, Lösungsfindung nötig oder Trennung. Und das ist hier auch so die Karte, dass es hier womöglich noch Umstände von außen gibt, ja, Konflikte durch Umstände von außen, durch vielleicht eine andere Person, klassische Dreiecksverbindung. Ja, aber es wird eine Lösung gefunden und diese Karte sagt mir auch und das spüre ich auch so intuitiv, da gibt's womöglich noch eine andere Person, dass womöglich diese Entscheidung, die dein Gegenüber trifft, den Kummer für diese andere Person betrifft. Ja, hier steht ja auch oben Lösung aus Beziehung, sagt die 3 der Schwerter. Und weil wir hier Probleme von außen haben, durch Umstände, durch dritte Personen, gehe ich davon aus, dass es hier wirklich auch um Dreiecksverbindungen sich handelt und dass dieser Kummer vorwiegend die Partnerin, den Partner deines Gegenübers betreffen wird, weil wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach sich dein Gegenüber gegen diese Beziehung entscheiden wird. Ja? Das ist jetzt so mein erster Impuls. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir 3 der Stäbe. Neue Kontakte mit persönlicher Bedeutung, Zuversicht und Harmonie ist hier bei der Balance. Ja, also bei dieser Gerechtigkeit, die reinkommen wird. Ja, wenn das jetzt hier bei dieser dritten Person quasi sein würde, würde ich jetzt sagen, okay, da werden die beiden hier wieder so zuversichtlich nach vorne blicken. Ja, aber hier geht's ja auch darum, dass hier der Kummer auch dabei liegt bei den 7 der Stäben und für die Konflikte und eben durch äußere Umstände. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber jetzt nicht in einer Beziehung ist, sondern durch Arbeit, durch die Familie, durch Religionen, durch irgendwelche äußeren Umstände, bis jetzt erschwert wurde, mit dir in eine Beziehung zu gehen. Aber das wird sich hier lösen, egal wie die äußeren Umstände sind. Es kommt für euch Harmonie rein, es kommt für euch Zuversicht rein, es kommt die Gerechtigkeit rein. Dann haben wir Prinzessin der Stäbe, leidenschaftliche Gefühle, Verführung, Abenteuer, neue aufregende Beziehung und Flirt. Also zwischen euch kommt hier schon eine Aufregung rein, ja? Vielleicht habt ihr auch eine Affäre. Dein Gegenüber ist noch gebunden. Die Frau, die Partnerin deines Gegenübers wird davon erfahren, dass dein Gegenüber
mit jemand anderes, also mit dir quasi, Kontakt hat. Das wird Kummer bringen dieser anderen Person. Ja? Oder wie auch immer die Umstände sind. Aber für euch haben wir leidenschaftliche Zeit, neue aufregende Beziehung und wir haben ja die Frage, wird sich dein Gegenüber für dich entscheiden? Und da haben wir gute Karten, dass hier wirklich auch sich für dich entschieden wird und die äußeren Umstände, die es bis jetzt schwierig gemacht haben, werden aufgelöst. Und die letzte Karte, da haben wir den Eremit. Tiefes Verstehen in Beziehung, Rückzug, Lösung und Versöhnung, aber auch Einsamkeit. Und diese Karte liegt auch hier bei den sieben der Stäben, die Konflikte. Ja, Konflikte durch Umstände oder Dritte. Und da mit dem Eremit wird das hier aufgelöst. Ja, man zieht sich zurück von diesen Schwierigkeiten. Man findet eine Lösung. Man söhnt sich mit dieser Dreiecksverbindung, wenn eine existiert. Ja, löst man sich, weil sich dein Gegenüber erstens mal für dich entscheiden wird, weil die Leidenschaft zwischen euch sehr, sehr groß ist. Ja, und hier als Endkarte der Eremit sagt mir einfach, dass man hier Lösungen finden wird. Und wir haben jetzt hier drei Karten, die sagen, es wird eine Lösung gefunden und man löst sich von Beziehungen. Hier haben wir Lösung aus Beziehung. Hier haben wir Lösungsfindung. Und hier haben wir auch wieder die Lösung. Ja? Und da geht es wirklich darum, ich glaube, dieses Orakel betrifft all diejenigen, die einen Wunschpartner haben, der selber noch in einer Beziehung ist oder eine Ex-Beziehung hat, die noch nicht geklärt ist. Dann wird das auf jeden Fall in die Klärung kommen und dein Gegenüber wird sich aller Wahrscheinlich nach, wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist, für dich entscheiden. Es kommt für dich die Balance rein, die Harmonie rein. Ja, aber wie gesagt, allgemeingültiges Orakel. Also nutze bis kommenden Dienstag die Aktion Videolegung um 25 € statt 30 oder Maillegung um 15 € statt 20 €. Dann ist diese Legung individuell auf dich. Mit dieser Legung, wie gesagt, kann ich das nicht sagen. Wenn du diese Legung für dich buchen willst, schau einfach in die Infobox rein. Da habe ich dir alles verlinkt. Zu wünschen wäre es dir, ja, dieses Orakel. Aber wie gesagt, ich kann da einfach auch keine Garantie dazu geben. Aber es sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Es werden einige mit Sicherheit damit in Resonanz gehen. Diejenigen zum Beispiel, die seit 20 Jahren einen Wunschpartner haben, 20 Jahre nichts mehr gehört haben, auf die wird das wahrscheinlich auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zutreffen. Ja, die einen Wunschpartner haben, die tatsächlich die Affäre sind. Ja, und der Wunschpartner hat schon was anklingen lassen, er will sich trennen. Ja, dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch das dein Orakel. Ja, aber ja, das muss natürlich jeder für sich schauen, in welcher Situation er eben ist. Schauen wir uns die Botschaftskarten an, und zwar die erste Karte lautet: Sieben des Herbstes, übe dich in Geduld und sorge dich nicht. Nimm dir Zeit, dich auszuruhen und deine nächsten Schritte zu planen. Eine kluge Investition von Zeit und Geld. Das ist also so die klassische Karte des Geduldes. Du brauchst also noch ein bisschen Geduld. Nutze die Zeit, ja, der Stille vielleicht, um dich auszuruhen, die nächsten Schritte zu planen. Das heißt einfach für mich auch, es wird bei dir und deinem Wunschpartner weitergehen. Ja, es werden die nächsten Schritte eingeläutet. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass sich dein Gegenüber auch für dich entscheiden wird oder zumindest sich mal dafür entscheiden wird, dich in seinem Leben haben zu wollen. Ja, aber dazu braucht es noch ein bisschen deine Geduld. Und die Karte vom Kartendeck, persönliche Botschaften lautet die Erinnerung. Das ist so eine Karte, die mir auch immer sagt, ja, es kommen Situationen aus der Vergangenheit wieder auf dich zu. Ja, du wirst dich an vergangene wunderbare Ereignisse mit deinem Gegenüber erinnern, aber auch natürlich dein Gegenüber wird sich daran erinnern. Wenn ihr momentan keinen Kontakt habt, ja, wird dieser Kontakt wieder kommen.
Ja, und ihr werdet hier wirklich auch ja, positiv in die Zukunft blicken, denn wenn wir diese Karte anschauen, die hat ja eine durchaus positive Energie mit den vielen Farben, die Sonne, die Wärme wahrscheinlich auch, sonst wäre dieses Kind hier nicht so angezogen. Ja, das ist für mich auch immer so ein Zeichen, dass das hier auch ja, eine sehr, sehr positive Karte ist, dass hier auch Positives auf dich zukommen wird mit deinem Gegenüber, weil ihr wahrscheinlich auch schon euch längere Zeit kennt, viel auch vielleicht gemeinsam schon getan habt und dass ihr hier vielleicht wirklich auch in Erinnerungen schwelgt, dass ihr einfach die Zeit der Ruhe momentan nutzt, um sich vielleicht wieder den schönen Zeiten zu erinnern, quasi. Und natürlich, weil das ja auch eine Zukunftsdeutung ist, sagt mir diese Karte, es werden Dinge in Zukunft passieren zwischen euch, positive Dinge, an die ihr euch später noch gerne zurückerinnern werdet. Also auch hier ein gutes Zeichen, dass sich dein Gegenüber für dich entscheiden wird. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Dass natürlich einige damit wirklich in Resonanz gehen, das würde mich freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Bis dahin alles Gute, ciao!